Herzlich willkommen, gleich geht's los an der Wall Street. Einen kurzen Vorabblick wollen wir trotzdem wagen, um uns mal anzuschauen, in welche Richtung es gehen könnte. Das sei vorab gesagt, wenige Minuten vor Handelsbeginn sieht es jetzt nicht ganz so toll aus. Die Futures sind im Minus, auch weil es keine großartigen Impulse von der Konjunkturseite her gibt. Es wurden gerade die Erstanträge auf Arbeitslosenzahlen herausgegeben, lagen bei 262.000, 265.000 sind erwartet worden. Es gibt jetzt noch so ein bisschen die Nachwehen vom FED-Sitzungsprotokoll am gestrigen Abend. Auch das war ja mehr oder weniger ein Non-Event. Es wird jetzt erstmal keine Leitzinserhöhung geben. Das scheint somit erstmal festzustehen. Die amerikanische Notenbank möchte sich hier noch ein bisschen Zeit lassen, noch ein paar Konjunkturdaten anschauen, unter anderem das, was wir gerade gesehen haben, aber natürlich auch dann die Inflationsdaten. Ja, kommen wir zum Dow Jones. Also, wenig Bewegung weiterhin, auch wenn jetzt so die Vorgaben aus Europa etwas deutlicher negativ gewesen sind. Der DAX ist ja dann doch etwas kräftiger nach unten gelaufen, aber Sie sehen schon, hat keine großen Auswirkungen. Vielleicht auch deshalb, weil es gute Nachrichten von der Unternehmensseite her gegeben hat, dass so ein bisschen ja das Druckgefühl, das wohl im Markt drin ist, nach unten ein bisschen rausgenommen hat. Unter anderem hat Walmart heute vor Handelsbeginn seine Quartalszahlen für das zweite Quartal, Fiskalquartal 2017 veröffentlicht. Und die können wir uns jetzt gleich mal anschauen, die Grafik, die dazu vorbereitet wurde. Ah, zunächst kommt der Euro-Dollar. Wir sehen es hier, der Abwärtstrend wurde jetzt doch etwas deutlicher verlassen. Also das heißt, der Euro ein bisschen weiter im Aufwind, auch das Ganze jetzt natürlich zu sehen vor dem gestrigen Entscheid. Wenn die Zinsen steigen, logischerweise, dann würde die Nachfrage nach Dollar steigen. Das würde den Kurs letztendlich in die Höhe treiben. Da das jetzt dieses Szenario erstmal wieder vom Tisch ist, hat sich der Euro weiter nach oben bewegen können. Jetzt kommen wir aber zu Walmart, was ich gerade schon erwähnt hatte, und zu der entsprechenden Grafik. Also 120,9 Milliarden Dollar hat der Supermarktriese im vergangenen Quartal erlöst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 120 Milliarden in nur 3 Monaten. Dabei hat das US-Geschäft weiterhin den Löwenanteil mit 76 Milliarden, der internationale Bereich 28 Milliarden, Sam's Club, so eine Art Einkaufsclub mit 14,5 Milliarden dabei. Walmart hat natürlich darauf hingewiesen, dass es jetzt das 8. Quartal bereits in Folge gewesen ist mit Zuwächsen auf vergleichbarer Fläche. Walmart hat auch darauf hingewiesen, dass es im E-Commerce-Bereich weiter gut läuft. Wir sehen hier diese 12%, die ausgewiesen werden. Hinzu so ein bisschen das Ergebnis, also die Umsatzseite belastet haben natürlich dann verschiedene Währungsschwankungen mit etwa 2,5 Milliarden US-Dollar, um die das Ganze noch ein bisschen besser ausgefallen wäre. Bei konstanter Währung ist es aber nun mal nicht gewesen. Insgesamt wurde das Ganze vom Markt gut aufgenommen. Es sind niedrigere Werte erwartet worden und natürlich hat sich auch Walmart zum restlichen Geschäftsjahr positiv geäußert, also letztendlich hier ebenfalls nochmal für gute Stimmung gesorgt und der Kurs der Aktie ist vorbörslich bereits 4% höher. Jetzt ist auch die Aktie eingeblendet und wir sehen, es steht also einem weiteren Anstieg nichts im Weg. Und das ist, man mag ja ein bisschen schadenfroh sein, dass Warren Buffett offensichtlich seine Beteiligung an Walmart abgebaut hat, jetzt gerade, wo es wohl mit dem Unternehmen und dann auch mit dem Aktienkurs wieder nach oben geht. Es ist natürlich immer mal schön, wenn man dann vielleicht auch richtiger liegt oder besser liegt, vom Timing her besser liegt als die Investorenlegende. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, bei Walmart, der langfristige Trend wurde ja bereits vor einigen Wochen jetzt nach oben geknackt, wurde nochmal getestet. Seitdem läuft die Aktie ganz gut nach oben und die Fortschritte, die das Unternehmen letztendlich im E-Commerce-Bereich macht, lange Zeit auch das Sorgenkind im Konzern, die dürften sicherlich dazu beitragen, dass hier, wie gesagt, die schlechte Stimmung sich auch jetzt ein wenig beruhigt. Kommen wir zu einem echten Sorgenkind, nämlich zu First Solar. Die haben schlechte Zahlen gemeldet. Sie sehen, sie werden sich vermutlich den Zeitpunkt denken können, als die letzten Quartalszahlen rausgekommen sind. Ich habe sie noch einmal kurz
eingezeichnet, wann das gewesen ist. Und jetzt geht es tatsächlich Schlag auf Schlag, wird das Papier nach unten durchgereicht. Sicherlich auch eine Art Überreaktion, die wir hier sehen. Denn ganz so schlimm ist es um First Solar doch nicht bestellt gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn sich genügend Leute versammeln, auf einer Seite versammeln und dann mal richtig Druck auf ein Papier ausüben, dann und der Gesamtmarkt momentan so in der Art Seitwärtsbewegung ist, beziehungsweise ohnehin die Stimmung für Solarwerte nicht besonders gut ist und keine Gegenwehr zu erwarten ist, dann kann es auch mal kräftiger in die Tiefe gehen. Also selbst spekulative Spielernaturen, um es mal so auszudrücken, die jetzt denken, okay, sie könnten hier unten vielleicht irgendwo Bottomfishing betreiben, sicherlich ein gefährliches Spiel und eines, bei dem man dann den Wert auch wirklich in Echtzeit im Auge behalten sollte. Natürlich, irgendwo wird sie drehen, vielleicht im Bereich um die 30 Euro, aber das wären von hier aus gerechnet trotzdem nochmal 8,5%. Also wie gesagt, brandheiße Geschichte bei First Solar. Kommen wir zu einem brandheißen Spiel, das ist Battlefield. Ich hatte heute am Morgen schon mal darauf hingewiesen, Gamescom in Köln, die größte Spielemesse, hat ihre Tore jetzt auch fürs Publikum geöffnet. Und eines der Hauptthemen, das momentan gespielt wird, ist virtuelle Realität. Und da ist auch Electronic Arts schön mit vertreten. Die Aktie hat gestern bereits in einem seitwärts lustlos tendierenden Markt um mehr als 2% zulegen können. Auch heute sieht es wieder gar nicht schlecht aus. Jetzt geht es darum, sich ein bisschen deutlicher von diesen Hochs hier, von dieser 70-Euro-Marke trennen zu können, damit wir ein bisschen frische Impulse reinkriegen und damit das Ganze da oben nicht einschläft. Aber nachdem ja momentan die Gamescom wirklich über sämtliche Kanäle, Twitter, Facebook und wie es alles heißt, publiziert wird und für Aufregung sorgt, dürfte die Electronic Arts Aktie und nicht nur die, sondern auch Activision beispielsweise, Activision Blizzard, da genügend Beachtung finden, dass es da weiter nach oben gehen kann. Also weiter spannender Wert. Ebenfalls spannender Wert Fitbit, die wir ja immer mal mit dabei haben. Fitbit, das ist der Anbieter von Health-Trackern, Gesundheitstrackern, Fitness-Trackern, um es jetzt mal endlich richtig auszudrücken. Und gestern sind auf einer amerikanischen Internetseite Bilder aufgetaucht von zwei neuen Produkten, die Fitbit offenbar in der Mache hat. Und wie soll man es sagen, es war kein warmer Empfang in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern eher das genaue Gegenteil. Viele Leute haben gesagt, ach um Gottes Willen, das Zeug ist hässlich geworden. Die Charge 2, also halt das Nachfolgemodell der doch sehr populären Charge, die Sie hier im Bild sehen, wurde runtergemacht. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass mal wieder die alten Sorgen aufgetaucht sind, nämlich dass Fitbit mit dieser Hardware hier nicht an die Erfolge der Vergangenheit wird anknüpfen können und irgendwann doch Probleme bekommt gegen Unternehmen wie Apple beispielsweise oder Samsung, die ja ebenfalls ähnliche Technologien und Plattformen betreiben. Aber wie gesagt, das ist bisher noch nicht passiert. Beim letzten Mal war es ähnlich, als die letzten Neuheiten vorgestellt wurden. Und auch die Kursreaktion war ähnlich. Jetzt waren es gestern 4,5%, die es für die Fitbit-Aktie nach unten ging. Mal schauen, ob es sich heute etwas erholen kann. Sie sehen hier den Wochenchart, den wir abgebildet haben. Und Sie können hier sehr schön sehen, wann diese Bilder im Internet dann die Runde gemacht haben. Das war nämlich hier bei 13,80. Dann, wie gesagt, ging es erstmal einen Pfund nach unten. Man sollte sich davon erstmal nicht so beeindrucken lassen, sondern tatsächlich mal warten, was James Park, der Unternehmenschef, dann der Öffentlichkeit vorführt. Und auch wenn es letztes Mal ja doch herbe Kritiken gab, konnte das Unternehmen in relativ kurzer Zeit, ich glaube es waren 4 Wochen, innerhalb von 4 Wochen melden, dass jeweils 1 Million Einheiten in den Handel abgesetzt werden konnten. Also hier noch nicht aller Tage Abend, hier ebenfalls nicht, das haben wir Clash of Clans, kennen Sie vielleicht, ein Online-Spiel, unter anderem das von meinem Sohn gespielt wurde. Und Tencent hat sich ja an dem Hersteller, an dem Entwickler Supercell vor einigen Wochen beteiligt. Und für Tencent läuft es immer besser. Schauen Sie sich den Chart an. Das ist wirklich eine Augenweide, wenn man sich hier vor Augen führt, wie es nach oben gegangen ist. Und mittlerweile ist Tencent, was den Wert des Unternehmens betrifft, tatsächlich auch an Alibaba vorbeigelaufen. 246 Milliarden US-Dollar ist Tencent mittlerweile schwer. 242 Milliarden sind es bei Alibaba, und angefeuert wurde dieser letzte Kursruck nach oben dann tatsächlich durch hervorragende Q2-Zahlen, die einmal mehr zeigen, dass Tencent eine wirkliche Macht beim Mobile Gaming wird. Und viele Experten gehen ja davon aus, dass, was die Monetarisierung betrifft,
hier auf jeden Fall morgen die Musik spielt. Hier nochmal ein Vergleichschart von Tencent und Alibaba. Alibaba hinkt hier noch etwas zurück, ist auch erst in den letzten Wochen so ein bisschen angesprungen, nach ebenfalls ganz hervorragenden Zahlen. Davor war die Schere etwas größer, aber Sie sehen, insgesamt laufen diese beiden chinesischen Titel ganz hervorragend nach oben. Könnten natürlich jetzt auch mal langsam ein wenig korrigieren, aber insgesamt sieht die Situation wirklich sehr gut aus. Kommen wir nochmal zu Alibaba als Einzelwert. Genau, haben wir nochmal mit dabei. Hier könnte jetzt die Luft etwas dünn werden nach diesem Ruck, der von knapp, naja, es wären 73 auf 85 Euro gewesen sein, jetzt durch das Papier gegangen sind. Also da ist sicherlich damit zu rechnen, dass die Anleger erstmal ein bisschen Luft rauslassen, damit das Papier Luft schöpfen kann, um dann diesen Anstieg weiter fortzusetzen. Die Erfolgsstory ist sicherlich noch nicht zu Ende. Alibaba hat es im letzten Quartal geschafft, den M-Commerce, also letztendlich den Handel über seine mobilen Plattformen, kräftig nach oben zu kurbeln. Und erstmals wurden auf jeden Fall höherwertige Tickets verkauft im Mobile-Geschäft als über das klassische Desktop-Geschäft. Also, das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Handelstag, gute Kurse und wir sprechen uns morgen früh. Bis dahin.